Es ist ein Stelldichein von Wirtschaftskapitänen und Politikern aus aller Welt mit handverlesenen Studenten. Das St. Gallen Symposium, das heute an der renommierten Schweizer Wirtschaftsuniversität St. Gallen begonnen hat. Das jährliche Symposium bringt Unternehmer mit Studenten zusammen, um gemeinsam über aktuelle Fragen der globalisierten Wirtschaft zu diskutieren. Das Ungewöhnliche am Symposium ist aber eigentlich, was hinter den Kulissen passiert. Die Großveranstaltung wird nämlich komplett von den Studenten selbst organisiert. Sie unterbrechen dafür monatelang ihr eigentliches Studium. Eine Reportage von Carola Schneider. Kurz vor 8 Uhr heute früh vor der Universität St. Gallen geht es ungewöhnlich hektisch zu. Das Who is Who der internationalen Wirtschaftswelt hat sich eingefunden. Ob Führungsmitglied der Investmentbank Goldman Sachs oder Chef der Deutschen Bank. Sie lassen sich das bevorstehende Stelldichein mit Studenten am St. Gallen-Symposium nicht entgehen. Zumal das Thema der globale Kapitalismus und seine Folgen hitzige Debatten erwarten lässt. Die Studenten stellen viele Fragen zum Kapitalismus und den Problemen, die er verursacht. Wir älteren Herren, die im Finanzwesen tätig sind, haben die Pflicht, darauf zu antworten. Und so muss der Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, vor handverlesenen Studenten aus aller Welt erklären, wie es zur aktuellen Finanzkrise kommen konnte. Auch Bundespräsident Heinz Fischer ist eigens in die Ostschweiz gereist, um die Kontrollfunktion des Staates in der globalen Wirtschaft zu betonen. Kritische Fragen der Studenten sind Teil des Programms. Dass sich Wirtschaftskapitäne und Politiker Zeit fürs Debattieren mit Studenten nehmen, ist nicht ganz selbstlos. What can we do or what can they do to improve the present structure? Die jüngere Generation wird ja die Zukunft bestimmen und insofern natürlich sich mit den Anliegen auseinanderzusetzen, aber vielleicht auch Antworten zu geben auf brennende Fragen, ist so ein Give and Take und für beide Seiten außerordentlich wertvoll. Außerdem ist so etwas immer eine Art Sauerstoffdusche, eine intellektuelle Sauerstoffdusche, wenn man es nicht mit konkreten politischen Problemen der täglichen Arbeit nur zu tun hat, sondern auch mit Grundsatzfragen. Das St. Gallen-Symposium ist keine gewöhnliche Tagung, denn die Fäden ziehen die Studenten selbst. Sie empfangen die Gäste, halten die Eröffnungsrede und sorgen für die Live-Übertragung im Internet. Ein Blick zurück. Es ist Mitte April, an der Universität St. Gallen herrscht Hektik. 23 Studenten aus verschiedenen Ländern bereiten rund um die Uhr das Symposium vor. Das sogenannte Internationale Studentenkomitee ist von A bis Z für die Tagung verantwortlich. Erstmals muss ein Teil der Veranstaltung in ein Zelt verlegt werden, da die Universität umgebaut wird. Florian Schmid überwacht den Aufbau des Zelts. Noch hat er ein mulmiges Gefühl. Ich komme jeden Tag vorbei, gucke mir die Entwicklung an, gucke, ob irgendwelche Ebenen schräg gebaut werden müssen oder nicht. Wir sind eigentlich froh, wenn es am Schluss einfach gerade dasteht und hält. Unterdessen herrscht auch im Keller der Universität Hochbetrieb. Hier laufen Tag und Nacht die Druckmaschinen heiß. Hunderte von Broschüren und Tagungsunterlagen müssen rechtzeitig fertig sein. Die Druckermannschaft ist ein eingespieltes Team. Sie wollen sich keinen Fehler erlauben. In den Druckprodukten widerspiegelt sich halt einfach die Qualität des Symposiums. Und deshalb ist es für mich eigentlich, ja, das ist eigentlich für mich eine Motivation, möglichst das perfekt zu machen, dass wirklich die Leute das anschauen und denken, hey. Bei so viel Ehrgeiz verwundert es wenig, dass zum Schlafen fast keine Zeit mehr bleibt. Ja, wir haben schon ein Bett hier hinten aufgestellt, damit man sich vielleicht 10, 20 Minuten hinlegen kann. Und dann zurück zu den Drucker. Zur Aufgabe der Studenten gehört auch eine sogenannte Marktreise. Dabei gilt es, die Konzernchefs persönlich zum Symposium einzuladen. Viele Unternehmer sind bereits langjährige Teilnehmer und unterstützen die Tagung finanziell. Immerhin profitieren auch sie vom Dialog mit den Studenten. Wir selber haben ein Interesse an einer hervorragend positionierten Universität St. Gallen, auch als potenzieller Arbeitgeber. Und diese besondere Situation, diese Tage im Mai, geben uns natürlich auch Gelegenheit zu Kontakten, die uns inhaltlich weiterbringen. Gegründet wurde das St. Gallen-Symposium vor fast 40 Jahren als Reaktion auf die gewaltsamen 1968er Unruhen in Europa. Die Studenten waren damals überzeugt, den Generationenkonflikt auch friedlich lösen zu können. Dass man diese Fragen ansprechen muss
und dass es Fragen zwischen den Generationen gibt, dass es aber möglich sein muss, diese konstruktiv in einem Dialog, in einer Auseinandersetzung miteinander, in der man sich alles sagen kann, aber Ton und Stil müssen in einer anständigen Art und Weise sein. Dass die Veranstaltung ausgerechnet an der Wirtschaftsuniversität St. Gallen stattfindet, ist kein Zufall. Die Hochschule legt seit jeher großen Wert auf unternehmerisches Handeln. So werden an den Instituten jene Forschungen betrieben, die in der Wirtschaft auch gefragt sind. Praktisch die Hälfte unseres Gesamthaushaltes verdienen wir über Leistungen, die wir in irgendeiner Form am Markt verkaufen. Wissenschaftliche Leistungen, Leistungen in der Forschung. Auch die Studenten werden angehalten, Unternehmen zu gründen und Eigeninitiative zu zeigen. Wir wollen, dass unsere Absolventen nicht nur unter Anführungszeichen Berater oder Banker werden, sondern sicher die Hände im Dreck haben, im Boden und lernen, wie man mühsam Unternehmen aufbaut. Jeder vierte der rund 5000 Studierenden in St. Gallen stammt aus dem Ausland. Unter ihnen auch der Vorarlberger Betriebswirtschaftsstudent Friedrich Feigle. Hier an der HSG ist es wirklich ein solches Umfeld, das man auch mit den Mitstudierenden hat, dass man sich aktiv pusht, sozusagen diese Möglichkeiten auch zu ergreifen, sei das im breiten Vereinswesen oder eben, was weiß ich, Praktika. Zurück zu den Organisatoren des Symposiums. Zwei Wochen vor der Tagung wird die Nervosität immer größer. Um 7:30 Uhr früh treffen sich die Studenten zur täglichen Besprechung. Für das eigentliche Studium bleibt seit einem Jahr fast keine Zeit mehr. Dafür locken andere Erfahrungen. Man lernt, auf einem Qualitätslevel zu arbeiten, das man sonst als Student nie hat. Und das kann man sicherlich alle später auch einsetzen. Aber ich wollte halt wirklich mal etwas Sinnvolles machen. Ich habe das Gefühl, auf dem Studium was immer nur so lernen und auf dem Blatt wiedergeben. Und das ist halt schon etwas, was man halt sieht, wenn das Ganze aufgebaut ist, die Leute kommen, da weiß man, was man gemacht hat. Die monatelangen Mühen haben sich gelohnt. Das Zelt steht, die Gäste sind versorgt und die Gespräche zwischen Studenten und Unternehmensführern entspannt. Man ist selbstverständlich noch nervös, aber die Erleichterung kommt eigentlich schon langsam. Gerade in der Früh, wie alle Leute das erste Mal im Auditorium drin waren, war es wirklich phänomenal, wenn man sich gedacht hat, das war so eines der größten Probleme. Und jetzt kann es eigentlich nur noch schöner werden. Also. Die Organisatoren des Symposiums sind müde, aber zufrieden. Nach dem gelungenen Auftakt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Immer mehr Menschen entdecken den eigenen